Es geht schon weiter mit Let's Play Tales of Xillia. Ich bin es, Adam Simmerfix. Wir werden jetzt hier in diesem Part ein bisschen Martial Arts Kämpfe machen, denn wir sind hier, keine Ahnung, der nächste Jackie Chan, würde ich sagen. Das sieht schon so ein bisschen Jackie Chan-mäßig aus. Schon ein bisschen, Leute. Wir sind hier in Chengdu. Spricht man so aus? Ich habe keine Ahnung. Chengdu, sagen wir einfach mal. Und ja, ihr seht hier schon, ein wenig fernöstlich sieht die Stadt aus. Und ja, Leute, wir sind hier in die Stadt gekommen, um uns Wyverns auszuleihen. Mit diesen Wyverns wollen wir nämlich ein wenig fliegen. Oh, dein Bart ist immer noch der schönste Rowan. Kann man wahrscheinlich sagen. Und ja, wie gesagt, wir brauchen diese Wyverns. Und die einzige Chance, an einen Wyvern ranzukommen, ist, wenn wir einem der Clan beitreten und in einem Kampfturnier gewinnen. Dann leihen sie uns hier die Wyverns aus und natürlich, Leute, werden wir hier mit Leichtigkeit gewinnen. Hoffe ich mal. So, wir hören uns jetzt aber erstmal kurz die nächste kleine Skizze an. Ich kann nicht glauben, dass sie Monster als Pets halten. Azul sure is weird. I'd rather have a cute pet, like a dog or something. Oh, so you're a dog person. I am too. Same here. They're way funner to be around. Oh, come on. Cat beats dog any day. You dog types are just emotionally needy. Nowadays, it's cat owners who are the needy ones. Ugh, you put on fake cat ears and cat tails, saying meow after every other word. Absolutely ridiculous. What are you... who does that? True cat lovers admire cats for their independence. What about you, Elise? I bet you're a cat person. I always wanted to have a pink or a pig. But I thought you were a teepo person. What's your favorite kind of animal, Mila? Me? You should know my favorite animal by now. It's you humans, of course. Die Menschen hier. Ja, das ist schon ein kleines Haustier. Also wer von uns will sich nicht so einen kleinen Mensch einfach so als Haustier halten, gell? Das ist so ganz verständlich hier. Emile und ihr. Nehmen wir es mal ein bisschen merkwürdigen Humor. Oh, that's right. I have to write to my folks. Tell them I'm going on a trip. Leia, did you run away without telling anyone? You're a juvenile delinquent. Oh, relax, relax. Don't people always say if you have a cute daughter, show her the world? I have never heard that expression before. Your parents must be so worried. Well, you might be right. But I really wanted to go with you guys. Perhaps if I wrote a few words to your parents, it would help to put their minds at ease. Thanks. Dad's probably crying his eyes out by now. What about your mom? My mom? She's gotta be furious. She'd beat the living crap out of me if I came home now. Dann schauen wir mal. Die kleine schöne Schnellreisefunktion. Warte, wir können ja uns jederzeit noch hier nach Stande zurückporten. Also, warum nicht? Ich möchte schon, dass sie hier versucht. Ich möchte schon sehen, wie das sie ein bisschen Ärger hier bekommt, Leute. Dafür haben wir diese Schnellreisefunktion. Komm. Nebenaufgabe. Wir keine Nebenaufgabe. Nein. Wir machen keine Nebenaufgaben. Habe ich jetzt die angenommen? Ich glaube schon. Das ist blöd. Egal. Komm schon. Irgendwann muss ich doch töten hier. Metzelstein. Das ist ja langweilig. Komm. Irgendwo. Mit dir können wir nicht reden. Komm schon. Hier ist doch, muss doch irgendwo einer sein. Ach, das ist ja langweilig, wenn die hier nicht versucht wird. Ich bin jetzt echt enttäuscht, Leute. Ich bin jetzt echt enttäuscht. Da brauchen wir uns extra hier zurück und dann nichts. Dann kann ich alles haben. Gut, dann eben kurz wieder nach Chengdu. Dann müssen wir... es wäre schnell... Ganz ehrlich, es wäre schnell gegangen, als wenn wir hier den Weg zurückgelaufen wären. So, die Frage ist natürlich jetzt, wo geht zu diesem Kolosseum da? Fahren wir in einem Boot zum Himmelskolosseum, okay. Und wo sind hier Boote? Boot? Da hinten ist ein Boot. Da gehen wir mal hin. So. Aber ganz ehrlich, im letzten Part gab es ja kurz so eine kleine Skizze. Die war eigentlich gut, wo die Elven und so und die Mila so geredet haben, hey, mit was für merkwürdigen Typen sich die Mila einlässt. Und dann, ich glaube, Tipo hat dann gesagt, ja, das sagt gerade die Richtige, dann Leia. Und ganz ehrlich, stimmt schon, Leia ist eigentlich die merkwürdigste von allen. Die ist sogar noch ein bisschen merkwürdiger als Mila. Und Mila ist irgendwie hier Gott-Ding. So ein Gott-Ding-Geist. So. Will ich zur Stromtalwiese? Ich weiß es nicht.
Will ich zu Stromtalwiese? Es wäre echt gut zu wissen, welchen, was ich hier nehmen müsste. So, du gibst mir eine Nebenaufgabe. Ich will keine Nebenaufgabe. Nein. Ach, von mir ist dann, nehmen wir sie halt an. Ich werde sie eh nicht machen, aber wir können sie einfach mal annehmen. So. Ich möchte jetzt aber eigentlich mit dem Boot zum Kolosseum. Hey, ich schätze mal, ich sehe sonst keine anderen Booten. Also wird schon das Boot hier sein. Und wenn ich dann, porten uns halt wieder zurück. Ich finde diese Schnellreisefunktion einfach so schön, dass man die gleich von Anfang an hat. Das ist so eine super Idee einfach. Muss man hier lobend erwähnen. So. Wenn ich mich nicht ganz irre, glaube ich, sind wir hier falsch. Jo, das war eindeutig falsch. Gut. Die Oma hat uns hier betrogen. So. Nein, du fährst... Ach komm, lass mich in Ruhe. Gut, dann müssen wir irgendwo einen anderen Steg finden. Ich möchte nur das Kolosseum, Mann. Können wir es dann nicht importen einfach. Ich bin gespannt, was da so im Kolosseum kommt. Ich tippe auf schwere, starke Gegner. Ein bisschen hatte ich im letzten Part die Befürchtung, als jemand gesagt hat... Ah, da vorne ist ein Boot. Als jemand da gesagt hat, hey, die tun sich starke... Krieger, also manche von diesen Gilden tun sich eben starke Krieger aus anderen Ländern oder so anheuern. Da habe ich kurz gedacht, dass jetzt für so eine Sekunde, dass irgendjemand jetzt Elvin anheuert, so, weil Elvin ist immer der am meisten bezahlt, da geht er hin. So. Ich glaube, hier sind wir richtig. Du fährst sonst nach einer Richtung Kolosseum, oder? So. Hört sich schon viel besser an. Gut. Dann auf zum Kolosseum und lassen uns ein paar Monster platt machen. So. A place where humans fight monsters and each other for amusement. I can almost smell the blood and sweat that permeates these stones. Nett, Mila. Nett. Willkommen im Kolosseum von Jodar. Ich nehme an, ihr seid Besucher aus der Provinz, die hier sind, um das Turnier zu sehen. Macht euch keine Sorgen. Wir begegnen sogar den unkultiviertesten Bergvölkern mit Höflichkeit und Respekt. Hey, nur weil wir hier aus hier. Wie ist das Dorf nochmal von Mila? Oh, ich hab schon wieder einen Namen vergessen. Ey, grausam. Hier, Near Kara. Das ist doch kein... Nee, okay. Es ist eigentlich genau so ein Dorf, was irgendwo am Arsch der Welt ist, was kein Mensch kennt. So, wollen wir nur so... Ist das hier das falsche Kolosseum, oder was? Ich habe gerade sogar das Gefühl, dass wir im falschen Kolosseum sind. Objektladen, kann man da irgendwas... Nee, haben wir alles voll, gut. Der andere Krempel brauchen wir nicht. Okay. Damit stellt sich uns schon das erste Problem. Sind wir hier im richtigen Kolosseum? Oder sind wir jetzt hier im falschen Kolosseum? Ich glaube, wir sind im falschen Kolosseum, weil hier gibt es nichts. Oder warte. Ah, da ist er ja! Ah, da ist ja unser Freund hier. Der Jürgen. Let's see what you're made of. We're going to have you fight some of our clan's monsters. Take care. This is strictly practice, of course. But accidents happen. And don't hold back, either. Speak to me again once you're ready. This way. Oh! Now this is what I call an arena! Maybe you're a little too into this, Leia? Oh, come on! Aren't you ready to rumble? I'm not sure I'd put it like that. Your old wounds aren't acting up, are they? Huh? No. It's fine. Now that we're doing this, it's gonna have to heal whether it likes it or not. Time to start the test. Are you sure you're ready? Yes, go ahead. We'll be watching from the stands. Mein Süß, ein paar Kobolde. Damit, das sollten wir schon schaffen. So, komm. Dann würde ich sagen, legen wir los. Zeig mal gleich alles, was wir hier drauf haben. So, hau mal hier richtig los, Zackerboop. Sind die noch schwächer als normale Kobolde? Das kommt mir irgendwie gerade so vor. So. Also bis jetzt, ohne einen Lebenspunkt zu verlieren. Ich meine bloß. So. Ganz moderat, würde ich sagen. Wir haben echt keinen einzigen Lebenspunkt verloren. Tja.
Und das waren die Gegner, die uns testen sollten. Die besiegen wir mit einem kleinen Finger, werde ich sagen. I was afraid we might have to jump in and rescue you, but clearly that wasn't necessary. Of course not! We're unbeatable! My apologies. I guess I underestimated you. Just me? Pretty sure everybody underestimates you. Hey, don't make fun of my friend. Sorry. Tomorrow's tournament will be even more challenging. They used to be fought to the death. It was the only way to determine the ruling clan. Whoa. Fortunately, things are different now. The current king of Azul outlawed that old practice. Sounds like the king's a real prince! Anyway, the real test will be tomorrow. I've gotten you rooms at the inn. Make sure to get a full night's rest. Ach, das ist... Also wenn die Gegner auf dem Niveau sind... To ensure a decisive battle. In the olden days, the loser would be the one who gets pushed out of the ring. Nett, wenn wir hier ein bisschen Spartakus, Blutsand und, ja, irgendwie sowas in die Richtung. Ja, so cool, das ist ein gutes Jahr neben Tay-Spiel. Tales of Symphonia gab es eins, in Tales of Graces eins und das von so alle Tay-Spielen, die ich gespielt habe. So when I get super strong, you think they'll make a statue of me too? People here sure get excited about these tournaments. Do you not like competitive sports? I don't have anything against them, but I don't get the appeal either. I guess that isn't very manly of me, huh? I don't consider that a bad thing. It definitely defines who you are. The world is far more interesting with people being different from one another. Thanks. That makes me feel a little better about it. But hey, don't get me wrong. I'm still interested in the tournaments from a cultural perspective. Don't they have some major significance in the history of Azul? The clans have a history of lengthy conflicts and a shared reverence for individual strength. The purpose of the tournaments may be a way to unify the clans under their common belief. Let's hope that belief binds them together, rather than causing more turmoil. Wäre die Unterhaltung mit Tepo, also mit Elise, Tepo und Elvin gewesen, dann wäre das so geendet. Hey, hätte Tepo gesagt, hey, du bist ein Versager, du kannst gar nichts. Und dann hätte Elvin gesagt, ach, du kleine Kartoffel, du bist jetzt hier besser. Und dann hätte er, hey, gesagt. Und dann hätte Nduzo Mountain gesagt, hey, aber er ist ein Versager. Irgendwie sowas in der Art hätte er gesagt. Da bin ich mir ganz sicher, das ist so typisch Elvin-like. So, gleich gehen wir zu Bett, aber davor hören wir uns noch hier die nächste Skizze an. Your family runs a hotel, right? Yep, the finest in Laurent. Hmm? I don't believe we saw more than a single hotel in our entire time there. That's false advertising! It is not! It's perfectly factual. Well, having a high-spirited girl like you behind the counter can't be bad for business. Got that right. In fact, I'm putting together a new package to pull in the tourists. Oh, what is it? First, my mom will pound out their tension points with one of her chiropractic bow staff massages. That sounds painful. Then, a complimentary bowl of Dad's famous Hammerzam stew. Hammerzam? Aren't those the monsters in the mines? It's a great deal, and I'll even give you guys the off-season discount. Ah, that sounds lovely, but I'll have to respectfully decline. Me too. You look bright-eyed and ready to fight. Good. Today's schedule is packed. Because of the number of participants, the tournament organizers decided to cram all the fights into one day. One day? Sounds rough. We'll find out how many fights there'll be once today's matchups are announced. When you hear the bell tolling, come to the arena at once. That heralds the start of the tournament. We'll be waiting up at the arena. I guess we have some time to kill. What should we do? I'm going to the plaza. Something's been bothering me. Oh, I'll come with you. I'll get too antsy just standing around here. Hmm. Maybe I'll tag along too. What should I do? Hey Jude, let's go sightseeing!
I want to look around the city, too. Oh, yeah. You did say this place seems familiar. I shall escort Miss Elise. Will you accompany us? Sure, why not? Don't forget, race to the arena when you hear the bell. Okay, dann schauen wir uns in der Nähe des Bergrutsches um. Also da, wo die Steine heruntergefallen sind, weil ich mich nicht ganz erinnere. Gut. Hier. You didn't come here to examine the debris? It's unimportant. Isla! You seem to have healed nicely. Yep, thanks to you. You know Alvin? No. It's fine, Dr. Isla. The good doctor here is actually taking care of my mother. Is that right? She's here in town? Oh, so that's why you have so much local knowledge. Her health's not so good. My father's gone, and I don't have any brothers or sisters. So the doctor keeps an eye on her when I'm away. You just told us more about yourself in 1 minute than you have since we met. If you say so. I just want to make her better so I can take her back home. Where's that? Is it far from here? Farther than you can imagine. Well, if there's anything we can do to help, don't hesitate to ask. Sure, yeah, if I think of anything. Jürgen? Shouldn't you be at the arena? I had to run an errand. I didn't know you were friends of Isla. Yep. We didn't know you two were friends either. We're more than just friends. Isla's my fiancé. Fiancé. Wow, congratulations! Thank you. Isla, these people are serving as our clan's champions in the tournament. Is that so? Oh, marriage. I know what that is. May you breed like rats and produce many children that survive childbirth. The tournament's starting. I'm sorry. I'd come watch, but I have to work today. That's too bad. Pray for our victory. Tja, die Mila wurde auch als Kämpferin angeheuert hier und nicht als als eine Person, die sich mit Menschen auskennt. So, der Elven, naja, immer wenn er irgendeine Person kennt, heißt das ja eigentlich nur, es hat irgendetwas wahrscheinlich damit zu tun, dass, ja, mit diesem Exodus da, vielleicht mit dem Schlüssel, ich weiß es nicht, Leute. Ich hoffe einfach, der Elven redet einfach nicht mit Leuten, weil dann weiß ich, dass die Leute auch irgendwas, irgendwie Dreck am Stecken haben und das ist nicht gut. Nur, naja, Leute, wir gehen jetzt erstmal zum Kolosseum, würde ich sagen, und schauen, was so die hier für uns vorbereitet haben. Ich tippe nichts Schlimmes, ganz ehrlich. Wir machen die alle platt. Oh, Jürgen, you were with them. Have their companions arrived? Yes, they're waiting. Jude, guess what? Jürgen and Isla know each other. They're actually engaged. You're kidding. When's the big day? Come on, stop it, you two. It's not for a while. And get this. Isla is taking care of Alvin's mom. It really is a small world. Wait, what's wrong with Alvin's mom? No need to worry about her, busybody. What about you? Learn anything about Elise? A little. She seems to have remembered something about her parents. Not enough to give us any clues, though. I see. Playtime's over. We're just about to get started. Head to the reception desk when you're ready. We're expecting big things from you. Knock 'em dead. Kein Ding, kein Ding. Aber davor speichern wir trotzdem nochmal kurz zur Sicherheit. Wir wollen nicht das Kind, dass ich mich jetzt hier zu sicher fühle, aber komm. Werden wahrscheinlich nie hinkriegen, wir haben schon Größeres besiegt und Hässlicheres und Nachtigaleres, obwohl Nachtigall haben wir gar nicht besiegt. Aber wir haben ihn fast besiegt. So, gut, dann reden wir und machen alle platt.
contestants, the champions of the Kitaro Clan! Look at all the people! You won't be at your best if you're nervous. Relax. Right. They're the only combatants who won't be controlling monsters with Beastcraft! Their skills are a complete mystery. This'll either be a short fight or an interesting one! Did he just say monsters? Here come their opponents! Let's do this. Ach so, die schicken hier Monster und Menschen und wir sind... Ah ja, egal, wir haben eh die coole Truppe. So, 5000 HP, puh! Ist ja gar nicht mal so wenig. Gut, dann würde ich sagen, linken wir uns, wenn das hier uns schon über so schön angezeigt wird, mit Alvin zusammen und hauen gleich in den Höhenscheiterhaufen drauf. So, ich würde sagen, wir erledigen hier kurz die kleinen Krabbis. So, oder... Wenn du dich unbedingt mir in den Weg stellen willst... Alvin, wo bist du schon wieder? Der verzieht sich immer! Immer, wenn ich ihn brauche. So. Höllenscheiterhaufen. Und das war schon. Ha! Der sehe ich gleich. Der ist down. Warte, habe ich das gerade richtig gesehen? Der ist ja schon down. Die Gegner sind ja so schwach, ganz ehrlich. Gewählt mir. Damit kann ich gut leben. So, ich kenne leider kein anderes Art. Ach so. Ich schon besiegt. Das war der kinderleichte Kampf. Ach komm, da will ich schon ein bisschen größere Kaliber hier haben. Gut, dann legen wir los, würde ich sagen. Ich hatte ja vorher nicht mal Zeit, meine ganzen Attacken raufzuhauen. So, der Jude ist dafür der perfekte Partner und dafür hat er aufständische Hauptkämpferin. Ich würde sagen, dann linken wir uns hier kurz mit dem Jude, wenn das Spiel uns das hier schon so schön als Tipp gibt. Ich muss sagen, ich link mich persönlich eher am liebsten mit dem Fluss, weil mit ihm kenne ich auch irgendwie die meisten Attacken, die ich drauf habe. Zum Beispiel die da hier. Ich mache am liebsten einfach diese Kugel. Die sieht immer so schön aus. So. Bam! So, und die ist ja eh schon wieder down. Ach, ey, komm, Leute. Das ist ja echt lahm hier. Also, ein bisschen stärker können die jetzt schon sein. Die Besten in der Wildnis sind 20 mal so stark wie die. Okay, Champions, make this one count. Bin voll müde. Das ist so Einschläfern, Leute. Ganz ehrlich, da müssen wir nicht mal coole Artis oder so drauf haben. Okay, die haben ein bisschen mehr Leben, aber sind jetzt auch nicht gerade echt stark. Warte, wer ist dafür der perfekte Partner? Der Rowan, dann linken wir uns mal mit dem Rowan. Wenn das Spiel es mir sagt, dass der Rowan der perfekte Partner ist, dann linken wir uns mit dem Rowan. Voll unnütz jetzt unsere Superattacke hier eingesetzt, aber egal. So. Ah, verdammt. Ach, jetzt weiß ich warum. Eigentlich wollte ich einen Link-Artis machen. Ich habe jetzt das Falsche gemacht. Das war blöd. Na egal. So, auch besiegt. Kein Ding. Also komm, bisschen stärker können sie jetzt schon sein. Das ist ja. Also wenn so echt immer die Turnierkämpfe sind, dann sollten wir. Dann nehmen wir da gerne immer teil. Easy peasy. And there you have it, folks! The Kitaro Champions have fought their way to a place in the finals. We did it! We won! It nearly went the other way, though. Come on, that was a cinch. I beg to differ. Those matches were quite demanding. Our little buddy Alvin's a big fat liar, right, Ellie? Yes, it wasn't easy at all. Aw, come on, guys. It's clear that my strength has grown. I should be ready now. Nice work out there. Those were some fantastic fights. The finals begin after lunch. All the other entrants will be there too, though, so don't expect cheery company. Anyway, you better grab some food. What's up with her?
scoping out our opponents for the finals? Well, yeah, of course. What if you spy a cute little she-warrior? Someone who's totally your type. What? Why would that make a difference? I'm here to fight, not flirt. We've made it to the finals. To be honest, I wasn't sure you had it in you. Why? We told you we'd win. Fair enough. Anyway, please help yourselves. You'll need to have enough energy to win the finals. Huh? Jürgen, we've got a problem. What is it? Turns out that rockfall was no accident. They found signs that someone destroyed the cliff intentionally. What? Don't touch the food! What? Why? What? What's happening? Do you detect that faint odor? I know of this, yes. There can be no doubt. It's Metacenia, a poison that dissolves in liquid. Are you serious? Why would anyone do this? Do our opponents want to win that badly? No, it wasn't them. Only one group would use such cowardly means. Alvin, wait! What's going on? Things were going so well. Why is this happening? Mila, do you know something? Exodus is behind this conspiracy. What's that? It's an organization that has been trying to assassinate me for some time. Wait, so you're saying that poison just now was likely intended for me. I am truly sorry for those who died instead. Goodness. To think they would murder a room full of people indiscriminately just to kill you. Yes. They've never been very subtle with their measures. But this act was especially heinous. That's terrible! Why are they after you? Because I've been destroying their Spyrexes ever since Exodus first appeared with them 20 years ago. That's quite some time ago. Hold on. Does that include the Lance of Kresnik? That weapon uses Spyrex. Does that mean Exodus is involved? I suspect the Lance was originally made by Exodus, but I cannot prove it. It's not easy to identify their members. They've blended into the populace. Until now, I've only been able to do so when they used Spyrex. I can sense the spirits dying because of it. Wait, what? Every time a Spyrex generates arts, it drives spirits to their deaths. Humans and spirits have a reciprocal relationship. You borrow their power to live, while spirits live off the mana produced by humans' mana lobes. At first glance, Spyrex might seem like a dream come true. In actuality, it throws this delicate balance completely off kilter. As long as Spyrex exists, neither humans nor spirits can live in peace. I feel like such a fool. This is all news to me. Of course it is. I've been dealing with these matters on my own while ensuring that humans remain unaware. Mila's been fighting this whole time? Yeah. She's been struggling all by herself. For the world. For us. Huh. Until recently, that is. Now that I've lost the power of the Four, I've dragged humans into my struggle. For that, I am sorry. How is everyone? We were the Meal's only survivors. Naturally, the finals have been postponed. Don't expect to fight for 2 days, possibly longer. They didn't cancel them? The tournament committee had a heated debate over the issue. But this tournament is only once a decade. Any sign of Alvin yet? Unfortunately, no. I see. Well, please pass along the news. I'll return once the details are decided. Don't you think we should forfeit the tournament? I think so, too. You're probably right.
We're all exhausted. Let's retire for the day and revisit this. Yeah, that sounds like a good idea. It's come to the point where I can't let him carry on any longer. He said his mother was here in town. Das kann man wohl sehr stark anzweifeln, Leute. Gut, wir haben nun endlich erfahren, was eben das Schlimme an diesen Spyrex ist. Und, naja, auch nun was Exodus ist. Und, ja, wie wir wissen, auch wenn die Mila es noch nicht weiß, dass, also, glaube ich zumindest, dass ich es nicht weiß, dass er eben auch ein Mitglied von Exodus ist. Naja, Leute, im nächsten Part werden wir ihn vermutlich zumindest zur Rede stellen, warum er abgehauen ist. Und ich sage mal, bis dahin, euer DMC Mafix, auf Wiedersehen. Ciao.